Ich habe zwar Geschwister, drei Geschwister, aber ich bin kein Zwilling. Ich war auch nicht in meiner Pubertät irgendwie von Philosophie fasziniert, aber von Astrophysik ist schon mal ähnlich vielleicht. Naja, es hat natürlich diesen autobiografischen Zusammenhang, dass jeder Mensch ja in der Pubertät muss man ja sozusagen Liebe und Sexualität irgendwie zusammenkriegen. Und das bleibt ja sowieso eine lebenslange Aufgabe, aber in der Pubertät ist es eine sehr aktuelle Aufgabe. Was ist Zeit? Der Grund der Zeit ist die Hoffnung. Wie war's mit Cecilia? Komm, sag mir die Wahrheit. Wahrheit findet statt. Nicht, hab nicht. So, hier. Die erste Begegnung mit der Welt ist das Staunen. Mit dem Staunen beginnt Welt. Und mit dem Staunen beginnt Philosophie. Für Heidegger ist Wahrheit Begegnung. Aber sie geht nicht von uns aus. Hab nicht. Die Wahrheit entbirgt sich. Ob sich eine Wahrheit entbirgt, kann der Mensch nicht entscheiden. Robert. Hast du mit ihr geschlafen? Nicht. Hast du mit ihr geschlafen? Au! Die Sprache ist das Haus des Seins. Darin wohnend der Mensch existiert. Robert, bevor ich die Abi-Arbeit schreibe, vögel ich noch mit einem. Also wenn Sie mich fragen, was die Handlung ist, das sind verschiedene Ebenen. Einerseits geht es um das Zwillingspaar Robert Elena, also offensichtlich zweieiige Zwillinge, die sich aufs Abitur vorbereiten und eigentlich auf die Trennung der gemeinsamen Kindheit, die jetzt kommen wird. Und andererseits geht es um die philosophische Diskussion darüber, was ist Zeit. Ich glaube, es geht auch auf eine Art um, sagen wir mal, Schicksal. Es geht um Erwachsenwerden, aber es geht auch darum, wie sind wir als Menschen überhaupt in der Welt zu Hause? So. Quatsch. Nicht Quatsch. Hier. Bis Montag. Mach ich. Der Mensch muss daher auf die Sprache hören, wetten, um zu vernehmen, was sie ihm sagt. Ja, so wie man immer auf Stoffe kommt, man sucht die sich ja nicht aus, sondern die springen einen sozusagen an und dann nisten sie sich ein und man kriegt sie nicht mehr los und dann merkt man, man muss sie machen. Funny Games hat natürlich auf einer äußeren Ebene eine ähnliche Handlung. Aber es gibt viele Filme, die ähnliche Handlungen haben. Und ich habe Funny Games auch, ich habe den irgendwie mal vor 30 Jahren gesehen oder so. Der hat mich nicht so beeindruckt, muss ich sagen. Also von den Haneke-Filmen ist vielleicht dann eher ähnlich Caché, was einfach diese merkwürdige Form hat von Dingen, die du als Zuschauer selber zusammensetzen musst. Natürlich ist es ein großes Kompliment, mit Haneke verglichen zu werden, weil das ist einer der wenigen großen Meister. Aber ich habe an keine anderen Filme gedacht. Ich komme ja auch gar nicht so vom Film. Also ich komme wirklich von der bildenden Kunst und wenn ich Zeit habe, schaue ich mir Ausstellungen an und Bilder und Skulpturen, Installationen und nicht wirklich Filme. Augustinus fragt, was also ist die Zeit? Wenn niemand mich fragt, weiß ich es. Wenn ich es jemandem auf seine Frage hin erklären soll, weiß ich es nicht. Dennoch sage ich zuversichtlich, ich wisse, wenn nichts vorüberginge, gäbe es auch keine Vergangenheit. Ich wollte ganz ursprünglich diesen Film mit Sabine Timoteo machen und hatte ihn auch zusammen mit ihr geschrieben. Dann haben wir aber kein Geld bekommen für den Film, zu lange, oder ich kein Geld bekommen für den Film. Und dann war klar, sie kann es nicht mehr spielen. Dann war es ein sehr langer Castingprozess. Wir haben in den ganzen Aufnahmeprüfungen von Schauspielschulen uns reingesetzt und haben Leute angeschaut. Da gibt es ganz tolle junge Schauspieler, die jedes Jahr sich bewerben. Und haben dann irgendwann über mehrere Castingagenten
den Josef Mattes gefunden und die Julia Zange, die ja eigentlich Romanautorin ist, die kam über eine Verbindung mit dem französischen Castingagenten. Und das war toll. Also in dem Moment, wo die reinkam in den Raum, wusste ich eigentlich, ich will das mit ihr machen. Ich wusste auch, als ich den Josef Mattes das erste Mal gesehen habe, das will ich eigentlich mit ihm machen. Das Problem war nur, die sehen sich ja überhaupt nicht ähnlich. Also das war eine gewisse Arbeit, bevor ich dann auch selber das Zutrauen hatte, zu sagen, ja, die haben diese ganz gleiche Energie, die kriegen diese Symbiose hin und die sind so stark als Schauspieler, dass du denen einfach auch wirklich zuschaust, wenn die über Heideggers Zeitbegriff reden. Weil du würdest denen zuschauen, bei egal, was die machen. In der bildenden Kunst sind ja Konzepte jetzt nicht unbedingt das Zentrale, sondern das Zentrale ist eigentlich sozusagen das Handeln und das Machen. Also außer man macht jetzt wirklich Konzeptkunst. Aber ich wusste, dass ich ganz große Bilder haben will. Ich wusste, dass ich Natur aufnehmen will, so dass man wirklich das Gefühl hat, da gibt es eine Welt, die ist einfach da. Ich wusste, dass ich Körper so aufnehmen will, dass man auch spürt, auch der Körper ist ja Zeit. Das sind ja auch nur, wir sind ja auch nur sozusagen ein Naturereignis, genauso wie eine Landschaft. Ich wusste, dass ich schneebedeckte Berge im Hintergrund wollte, oder ich wollte Berge im Hintergrund, dass es jetzt tatsächlich schneebedeckte Berge sind, liegt daran, dass man vom Hegau aus halt so toll rüberschauen kann in die Berner Alpen. Das wusste ich vorher auch nicht. Und ich wusste, dass auf jeden Fall die Tankstelle ganz alleine liegen muss, dass man kein einziges Haus drumherum sieht. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, die zu bauen. Also das Einzige, worüber ich mich vielleicht ärgere, ist, dass ich nicht noch ein viel extremeres Format gewählt habe. Man kann ja jetzt einfach mit den DCPs auch sagen, wir machen mal einfach ein Format von 1:4. Also man kann natürlich CinemaScope noch mal ganz woanders hinziehen. Aber dass es CinemaScope sein muss, ist klar, weil, rein philosophisch gesagt, CinemaScope ist die einzige Methode, um emotional nah an den Figuren zu sein und trotzdem wahnsinnig viel von der Welt um sie herum zu behalten. Und das ist in dem Film wichtig. Du musst immer sehen, es gibt eine Welt, in der die glücklich sein könnten. Und trotzdem bleiben sie in ihrer Zwillingsblase gefangen. Das Wichtigste war die Helligkeit. Also es war klar, es muss CinemaScope sein, aber es war halt auch klar, es muss diese irrsinnige, flirrende Helligkeit haben. Also das heißt, es muss auch wirklich so an die Schmerzgrenze der Kamera gehen. Also dass auch die Kamera an einen Punkt kommt, wo sie quasi gar nicht mehr richtig sehen kann. Und dass die Getreidefelder müssen halt auch dieses helle Gelb haben. Und du brauchst diesen großen Himmel. Der Film funktioniert nur, wenn du diese wahnsinnige Schönheit der Welt und des Lichtes hast. Der letzte Film, wo ich mit einem anderen Kameramann gearbeitet habe, ist L'Amour. Das ist jetzt schon, die Dreharbeiten sind schon quasi 20 Jahre her. Große Stille habe ich selber die Kamera gemacht, Frau des Polizisten auch. Habe ja auch einen deutschen Kamerapreis gewonnen und noch ein paar internationale Kamerapreise. Ich mache das einfach sehr gerne, auch vielleicht, weil, nochmal zur bildenden Kunst, ich das Gefühl habe, es ist komisch, dass im Film es so eine starke Aufgeteiltheit der Arbeit gibt und auch so eine starke Vororganisiertheit und Vorfestgelegt hat. Eigentlich geht es ja um die Intensität des Moments der Arbeit, die sich überträgt auf den Zuschauer. Und das gilt auch für die Kamera. Und ich finde ganz andere Bilder, wenn ich einfach vor der Situation stehe, zu sagen, okay, wir inszenieren jetzt mal diese Situation und dann geht es darum, relativ schnell zu entscheiden, wo geht denn jetzt eigentlich die Kamera hin. Dann ist es so, wie wenn du vor einem Bild stehst und einfach so einen Pinselstrich machst. Da sagst du ja auch nicht vorher einem Assistenten, zeichne mal ein, wo der Pinselstrich hingeht. Du machst den. Wir haben in Atmos gemischt, sind dann aber davon wieder abgegangen. Unter anderem deshalb, weil wir natürlich nach der Berlinale auch gesehen haben, dass Atmos in so wenig Kinos überhaupt anwesend ist, dass es wichtiger war, nochmal in die Mischung zurückzugehen und zu sagen, der soll richtig, richtig gut klingen in 5.1. Weil Atmos ist sozusagen ein... Atmos ist so ein Rolls-Royce der Mischung. Aber da muss man sozusagen das Rolling Stones-System ernst nehmen. Die haben ja auch ihre ganzen Hits wahnsinnig aufwendig gemischt und haben sie dann aber nochmal so auf Transistorenradios gehört, um zu sagen, das muss auf dem billigsten verfügbaren Gerät richtig toll klingen. Und deshalb haben wir dann nochmal am Schluss nochmal nachgemischt, um zu sagen, wir machen jetzt einfach einen 5.2-Mix, der wirklich toll klingt. Das ist nämlich die Realität der Kinos. Atmos ist toll, aber Atmos ist, ehrlich gesagt, in 3, 4 Festivalkinos
Also konkret haben wir gesagt, wir mischen nochmal neu, als klar wurde, der Film läuft in Hongkong, der läuft in Moskau, der läuft in Tokio in Vorführungen und immer in Kinos, die keinen Atmos können. Obwohl es 1400 Leute Kinos sind. Und dann war klar, gut, dieses System ist toll, aber die Realität ist 5.2. Es gibt ein Atmos DCP, aber was jetzt im Moment gezeigt wird, ist das 5.2 DCP, weil das Atmos DCP wiederum, das hat einen automatischen, das hat auch natürlich einen 5.2er Downmix, aber der klingt nicht so gut, wie wenn man gleich auf 5.2 hinmixt. Na, auf Blu-ray wird man natürlich dieses Atmos Home haben wollen. Atmos Home ist was, was kommen wird und auch da ist. Da ist es richtig spannend. Aber ich glaube, von den Kinos, die wir programmiert haben, kann keins Atmos. Und das ist sozusagen, das ist so wie auch bei der Kamerafrage. Ich kann mich entscheiden, dass ich drehe auf der teuersten verfügbaren Kamera und immer sage, ich habe irgendwie 3 Kameraassistenten um mich herum und benutze nur die teuersten Festoptiken der Welt. Und da geht es dann eigentlich an einem bestimmten Punkt nur noch um Prestige. Ne? Weil als Zuschauer kannst du überhaupt nicht unterscheiden, ist es jetzt mit einer Red gedreht, ist es mit einer Alexa gedreht, wir haben ganz viel gedreht mit Nikon Fotooptiken, die wahnsinnig scharf sind. Und so wie ich auch bei der Kamera sage, der sozusagen Statusgewinn der 3 Assistenten interessiert mich null, mich interessiert die Beweglichkeit. So interessiert mich, dass die Zuschauer in den Kinos, die wir kriegen, den Film so hören können, wie er klingt. Und wenn unsere Kinos nicht Atmos-Kinos sind, dann muss ich da was machen. Ganz am Anfang gibt es diesen Score, das Orchester, und am Schluss. Und das ist ja auch sehr genau gebaut, aber das ist natürlich kein üblicher Score, da haben Sie recht. Was es ist, ist so wie halt in der Oper oder im Konzert sozusagen dieser Moment der Eröffnung, wo du siehst, es werden Teile geprobt, es werden Teile zusammengesetzt, es entsteht etwas. Und danach gibt es noch die 2 Lieder, die in dem Film drin sind. Und das liegt daran, dass ich finde, dass Filmmusik meistens falsch eingesetzt wird. In allen meinen anderen Filmen gibt es ja auch keine Filmmusik, außer in L'Amour, da gibt es richtig viel Filmmusik, richtig viel, aber auch keine geschriebene Score-Musik. Woher kommt es? Ich glaube, dass der Zuschauer nicht in Emotionen hinein manipuliert werden sollte durch Musik. Und das passiert bei Score-Musik sehr, sehr oft leider. Und ich hatte das Gefühl, man kann hier der Geschichte vertrauen und kann so einen Purismus setzen. Wenn Musik da ist, ist sie wirklich da, erkennbar als Musik. Und es gibt diese Anfangs- und Endes-Scores. Und dazwischen ist der Zuschauer selber, dem wird der Raum gegeben, selber eine Erfahrung zu machen. Da will ich nicht diesen Raum kidnappen durch Score-Musik. Der Schnitt hat wahnsinnig lange gedauert. 13 war ja auch sozusagen, das war ja noch das Drehen, war ja noch quasi parallel zum Fertigwerden von der Frau des Polizisten. Ich musste vom Dreh aus nach Venedig, um den Löwen von Venedig entgegenzunehmen. Aber das war ja natürlich nur so ein Wochenende, eine Kleinigkeit. Aber obwohl der Preis natürlich keine Kleinigkeit war. Aber der Schnitt hat einfach so lange gedauert, weil diese Balance zu finden, zwischen den Momenten, wo du als Zuschauer ganz allein gelassen bist, den Momenten, wo sehr abstrakte Dinge diskutiert werden, den Momenten, wo sehr emotional diese Symbiose erzählt wird, auch den Momenten, wo es eskaliert am Schluss. Und dazu immer wieder Momente von einfach reiner Schönheit zu halten. Also wirklich Momente, wo du nur als Zuschauer erlebst, wie Zeit vergeht und das in einer Schönheit. Das ist einfach schwierig zu machen. Aber das ist auch nicht neu. Also Große Stille ist auch, ich glaube, 2,5 Jahre Schnitt. Frau des Polizisten ist 1,5 Jahre Schnitt, also, oder 2 Jahre Schnitt, also leider schneller geht's nicht bei mir. Und was nimmst du? Glück. Ganz klare Definition. Glück ist auf der Decke zu liegen und nichts zu denken. So, fertig. Richtig, Sis.
Nimm mich nicht in den Arsch. Die größte Herausforderung war einerseits das Casting, also dieses geniale Schauspielerpaar zu finden, das hat richtig lange gedauert. Die sind ja nicht in der ersten Runde oder so überhaupt erschienen. Also Julia kam ja durch Zufall von der französischen Seite und ist gar keine Schauspielerin. Das war herausfordernd und wir haben ja die ganze Tankstelle gebaut. Wir haben die ganze Natur drumherum gebaut. Wir haben den Baum, der im Hintergrund ist, gebaut, die Scheune im Hintergrund, alle Zäune gezogen, alle Strukturen in der Landschaft eigentlich gemacht. Weil ich wollte diesen Raum, wo du nichts siehst an sonstiger Behausung und Natur von einer irrsinnigen Schönheit ist. Und das musste man sozusagen, aber gleichzeitig wollte ich eine Strukturiertheit der Landschaft. Das war eine große Herausforderung. Und dann die größte Herausforderung war wirklich, dass natürlich, wenn man 2-3 Monate dreht, sich die Farben des Getreides verändern. Und da haben wir wirklich mit großen landwirtschaftlichen Maschinen immer wieder so organisches Ockerpigment über diese Felder gesprayt. Das muss ja auch organisch sein, muss ja auch abbaubar sein, damit diese Augustfarbe des Getreides erhalten wird. Das hat, glaube ich, noch nie jemand gemacht. Und das ist ziemlich aberwitzig gewesen, aber es hat geklappt. Wo ich mein Publikum sehe, ist eine interessante Frage. Ich habe auf dem Festival in Sitges in Katalonien ja den Best Directors Award gewonnen und vor allem, das fand ich das Spannendste, in Gent den Preis der Nachwuchsjury. Das sind so 20- bis 26-jährige Filmenthusiasten gewesen, die extrem berührt waren von dem Film, eine ganz tolle Laudatio gehalten haben, dass sie über den Film jeden Tag gesprochen hätten während des ganzen Filmfestivals und der sie wahnsinnig berührt hätte und sie verändert hätte. So. Und das ist natürlich ein großes Kompliment und ich glaube, das ist auch ein Film, der für Leute, sagen wir zwischen 20 und 30, da ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ich glaube, dass der Film kürzer nicht seine Kraft hat. Ich glaube, dass Kino wirklich dafür da ist, um den Zuschauer in eine tiefe Erfahrung reinzuziehen und das braucht Zeit. Und natürlich kannst du die Geschichte auch zusammenfassen und sozusagen eine Inhaltsangabe davon machen. Aber das ist halt nicht dasselbe wie eine Erfahrung. Und ich möchte gerne dem Zuschauer eigentlich seine eigene Zeit im Kino zurückgeben, indem er selber eine Erfahrung machen kann. Und dafür kann ich leider das nicht kürzer machen. So war es zumindest bei den letzten 3 Filmen. Mal schauen, was in der Zukunft passiert. Es gibt natürlich viele andere Fassungen im Schneiderraum, macht man ja viele Fassungen. Aber das ist jetzt die offizielle finale Version, die ja auch... Also der Film hat ja jetzt schon viele Festivals und ich war jetzt gerade in Moskau, wo er jetzt irgendwie zum dritten Mal wieder ausverkauft war und die wieder hunderte Leute wegschicken mussten, weil in Moskau ist dieser Film aus irgendeinem Grunde jetzt schon ein Mythos. Der lief da zweimal auf dem Filmfest mit so 1400 Leuten und die mussten immer so viele Leute wegschicken, dass sie einfach gesagt haben, sie machen eine Sondervorführung, sofort lief es wieder. Also der Film wird schon irgendwie sich, glaube ich, durchsetzen und ich glaube insofern diesen... Klar, du könntest jetzt sagen, du musst sozusagen für die Russen einen anderen Schnitt machen als für die Deutschen, was man ja früher übrigens gemacht hat. Ne? Also Pierrot Le Fou zum Beispiel lief ja in Deutschland in einer ganz anderen Schnittfassung als in Frankreich. Da hat, glaube ich, Atlas Film einfach den umgeschnitten. Gut, aber das will man eigentlich nicht. Aber Sie haben recht, es wird natürlich andere Schnittfassungen geben, weil zum Beispiel in China ist zum Beispiel gleich mal diese erste Szene, wo man einen Penis sieht, das geht nicht durch die Zensur. Das heißt, wenn der in China rauskommt und der ist in China auch verkauft,
was ja immer ein riesiger Markt ist, die werden den natürlich verändern. Ich gucke mir das aber lieber nicht an, wie die das verändern.